Ich hoffe, Sie fühlen sich gut, liebe Zuschauer, wo Sie jetzt vor dem Fernseher sitzen. Denn in meiner heutigen Sendung geht es um Gefühle. Fühlen, das ist ja nicht Wissen. Fühlen ist etwas ahnen oder erspüren. Unser Fühlen ist auch viel schneller als unser Denken. Also ob Sie zum Beispiel jemanden mögen oder nicht, ob Sie sich irgendwo wohlfühlen oder nicht, das wissen Ihre Gefühle viel eher noch, bevor der Kopf angefangen hat zu arbeiten. Und wenn Sie gute Erlebnisse haben, dann haben Sie gute Gefühle, also verliebt sein, Freude oder glücklich sein, Erfolg haben zum Beispiel. Und wenn Sie schlechte Erlebnisse haben, haben Sie schlechte Gefühle, wie Wut oder Angst oder Trauer oder Ablehnung oder Hass. Und in dieser Sendung geht es besonders um die schlechten Gefühle. Denn was machen wir damit? Runterschlucken oder rauslassen. Und dazu möchte ich Ihnen heute einige Informationen und Impulse geben. Weil ich sage mal, die guten Gefühle, also verliebt sein und Freude, die zeigen wir ja gerne und das spüren andere auch. Aber was machen wir eben mit den negativen Gefühlen? Und das ist natürlich ein großes Thema. Aber das Ziel heute für die Sendung ist, dass ich mir wünsche, dass Sie nachher unterscheiden, habe ich gute Gefühle oder schlechte Gefühle und wie kann ich mit den schlechten Gefühlen umgehen? Und dass Ihnen klar wird, dass andere Menschen ihre Gefühle sowieso spüren, ob sie das wollen oder nicht. Und ich zeige Ihnen das mal anhand eines Beispiels am Flipchart. Also Sie sehen, wir haben hier Person A und Person B. Und wenn Menschen miteinander kommunizieren, gibt es immer eine Inhaltsebene. Da tauschen wir den Inhalt aus. Also zum Beispiel, warst du gestern Abend shoppen oder warst du einkaufen? Hast du einen schönen Abend gehabt oder wie geht's dir so und so weiter? Und dann gibt es eine Beziehungsebene. Und wir können ohne weiteres Informationen austauschen, wenn die Beziehung in Ordnung ist, also wenn unser Gefühl zu dem anderen in Ordnung ist. Aber wenn Sie miteinander eine schlechte Beziehung haben, die irgendwie gestört ist, vielleicht hat mal A zu B gesagt, also so eine besonders gute Mutter bist du auch nicht. Oder du könntest wirklich ein besserer Chef sein. Wenn also Gefühle im Spiel sind, dann entsteht sogenannter psychologischer Nebel und der macht es unmöglich, auf der Inhaltsebene noch etwas auszutauschen. Und das brauchen Sie nicht zu sagen. Das spüren Sie intuitiv, ob die Beziehung zum anderen in Ordnung ist. Sie spüren ja auch, ob eine Beziehung schlecht ist. Also beides spüren Sie. Wir spüren nicht nur, ob eine Beziehung schlecht ist, sondern eben auch, ob sie gut ist. Und dann machen Sie sich nichts vor. Der andere weiß genau, wie Sie ihm gegenüberstehen. Das teilt sich eben auf der Beziehungsebene mit. Gefühle, das ist ein Gespür, dafür brauchen wir gar keine Fakten. Das teilt sich eben von Bauch zu Bauch mit. Und negative Gefühle runterzuschlucken hat ganz klare Vorteile. Sie brauchen keine Stellung beziehen. Sie brauchen keinen Konflikt eingehen. Sie werden keine Disharmonie haben. Sie brauchen sich nicht jemandem gegenüberzustellen und zu sagen, so will ich das nicht, so will ich das wohl, so will ich leben, so will ich aussehen, da will ich hin oder da will ich nicht hin. Das heißt, Sie haben natürlich immer eine gewisse äußere Harmonie. Sie merken schon, wie ich es betone, es geht um äußere Harmonie. Wie es dann in Ihnen drinnen aussieht, ist dann oft was ganz anderes. Und das Problem ist, jeder kann Ihre schlechten Gefühle spüren, ob Sie das wollen oder nicht. Da machen wir uns nichts vor. Wir sind telepathisch miteinander verbunden. Wenn Sie in einen Raum kommen und da ist jemand, da ist vorher ein Streit gewesen oder eine heftige Diskussion oder Auseinandersetzung, dann spürt man das. Der Geist eines Unternehmens oder auch eines Hauses, welche Haltung da existiert, das spürt man schon, wenn man reinkommt. Und es hat gerade zu dieser telepathischen Verbindung interessante Experimente gegeben. Von einem möchte ich Ihnen berichten. Man hat also eine Hasenfamilie genommen, man hat die Hasenmutter genommen und hat sie verkabelt mit Herzfrequenz, Blut, der Blutdruck und auch die Atmungsfrequenz wurde also mit Elektroden versehen. Dann hat man die in ein U-Boot gesteckt und vor der japanischen Küste ins Wasser gelassen. Und die Hasenjungen hat man also in Kalifornien gehabt und jetzt kommt der unschöne Teil der Geschichte. Man hat dann ein Hasenjunges getötet. Und genau in dem Moment, wo man das Hasenjunge getötet hat, sind die Werte bei der Mutter enorm ausgeschlagen, genau in dieser Sekunde. Und das können Sie immer wieder nachlesen, es wird auch immer wieder bewiesen, dass es diese Verbindung gibt. Und das spüren wir auch. Wir haben das nur verloren, weil mittlerweile unser Verstand die Überhand gewonnen hat. Und es wäre gut, wenn wir uns wieder mehr auf dieses Gespür verlassen
Und eben auch auf das, was wir wahrnehmen, wenn wir in Kontakt mit anderen Menschen sind. Ich verdeutliche Ihnen das mal anhand dieses Tuches. Wenn Sie Lust haben, vielleicht haben Sie auch gerade in der Küche so ein Tuch. Ich zeige Ihnen das hier dran mal, wie ich das meine. Ich habe jetzt meine Finger da durchgesteckt und stellen Sie sich vor, das ist zum Beispiel eine Familie oder auch ein Team. Und äußerlich sieht das so aus, also an der Oberfläche sieht das so aus, als wenn jeder für sich alleine steht. Deswegen kann der auch zu dem sagen, du bist ein Blödmann. Eigentlich gehörst du hier nicht hin. Deswegen kann der den mobben oder der den in den Burnout treiben oder wie auch immer. Aber wenn man unter der Oberfläche schaut, dann sehen Sie, dass wir miteinander verbunden sind. Das heißt, dass wenn er denjenigen zu Schnecke macht, dann kriegt er das irgendwie auch mit. Das bleibt nicht ohne Wirkung. Das erleben Sie besonders in Partnerschaften oder auch in Familien. Wenn da eine schlechte Beziehung herrscht oder wenn da vor allem Gefühle unterdrückt werden, dann kriegt das irgendjemand ab. Und davon rede ich. Ich rede von den Gefühlen, nicht von denen, die frei ausgesprochen werden. Und es geht auch nicht darum, jetzt Gefühle auszudrücken bis zum Teller werfen, sondern es geht darum, Gefühle in Worte zu fassen und sie nicht zu unterdrücken. Weil zum Beispiel in Familien, wenn es da sowas gibt wie über Probleme spricht man nicht. Und da schweigt man lieber. Und wir kehren das am besten alles unterm Teppich, damit es nie wieder jemand sieht. Das heißt, das wird unterdrückt. Das sensibelste Mitglied in der Familie bekommt diesen Druck ab und kann sein, wird in irgendeiner Form zum Außenseiter oder wird ganz schlecht in der Schule oder versucht in irgendeiner Form das, was er da abkriegt, auszudrücken. Ich hoffe, ich kann Ihnen das hier dran gut deutlich machen, dass wir eben vom Gefühl her alle verbunden sind. Und es macht überhaupt keinen Sinn, etwas runterzudrücken. Irgendjemand im System bekommt es ab. Und sehr oft der Sensibelste, nicht der Schwächste, sondern der Empfindsamste, derjenige, der dafür empfänglich ist. Und man nennt das sich gegenseitig betanken. Also Sie können sich vorstellen, so wie ich Ihnen das mit der Hand verdeutlicht habe, ich zeige Ihnen mal am Flipchart, wie sich das mit so einer, wie sich das bei einer Tanksäule verhalten würde. Also angenommen, das wären jetzt hier zwei Tanksäulen. Und hier würde jetzt Wasser reinkommen. Und das würde runtergedruckt werden. Hier ist natürlich zu. Irgendwo muss das ja hin. Dann kommt das hier wieder hoch. Und das ist bei Gefühlen nicht anders. Gerade bei schlechten oder bei schweren Gefühlen oder wenn viele Gefühle da sind. Wenn das einer runterdrückt, muss es irgendwo hin. Ich habe das mal ganz anschaulich erlebt bei einer Dozentin, die in einer Beratungsstelle gearbeitet hat. Die sagte, die hatten da eine Mutter in der Beratung und deren Tochter wollte abends nicht ins Bett. Immer wenn die abends ins Bett sollte, die war so 4, 5 Jahre alt, dann hat die Tochter sich aufs Bett gestellt, sich die Haare gerauft und gesagt, ich will nicht ins Bett, ich will nicht ins Bett. Und diese Frau, das war so eine ganz akkurate, also jedes Haar in place und alles schon in Ordnung und alles war perfekt gestylt und geschminkt. Und dann hat der Therapeut sie gefragt, wie ist das denn bei Ihnen? So rasten Sie auch mal aus oder brüllen Sie auch mal rum? Und dann saß sie da und sagte, also nein, das wird ja gar nicht in Frage kommen. Sie hätte sich immer unter Kontrolle und sie hätte sich immer im Griff. Und dann sagte der Therapeut was ganz Spannendes, ich vergesse das nie. Er sagte, heute Abend, wenn Sie Ihre Tochter wieder ins Bett bringen, dann springen Sie doch mal aufs Bett. Nehmen sich die Klammer aus dem Haar, raufen sich die Haare und sagen, Sie haben die Schnauze voll von dieser ständigen Keilerei abends. Und einige Tage später kam die Mutter zur nächsten Beratungsstunde und sie sagte, phänomenal. Die Kleine hat abends wieder Theater gemacht. In dem Moment ist die Mutter aufs Bett gesprungen, hat sich die Haare gerauft und gesagt, sie hätte die Nase voll jeden Abend diesen Streit und die Tochter sollte sich endlich mal ins Bett legen und nicht immer so ein Theater machen. Und die Mutter erzählt, die Tochter hätte die nur mit ganz großen Augen angeschaut und gesagt, gute Nacht, Mutti, und hat sich ins Bett gelegt. Und vielleicht können Sie sich vorstellen, dass die Tochter zum ersten Mal nicht mit der unterdrückten Wut der Mutter betankt wurde. Und das passiert nämlich in Beziehungen häufig. Und gerade wenn Sie, wie ich das vorhin gezeigt habe, wenn Sie sich in Familiensystemen oder in Unternehmen befinden und wann immer Menschen miteinander in Kontakt sind, haben wir eine Beziehung, ob Sie wollen oder nicht. Und je enger wir miteinander verbunden sind, desto intensiver natürlich. Ja, dann nehmen Sie nur die Mutter und das Kind. Drückt runter und also ihre Gefühle runter, ihre Wut darüber, dass die Tochter immer abends so einen Stress macht. Und die Kleine kriegt es ab und dann wundert sich die Mutter, dass die Kleine auf dem Bett hüpft und die Kleine kriegt dann Beruhigungsmittel oder Baldrian. Aber dass Mutter vielleicht auch mal sagen sollte, ich habe jetzt die Schnauze voll und auf den Tisch haut und sagt, so geht's aber nicht weiter, auf die Idee kommt keiner.
Naja, bis jetzt. Sie schauen ja jetzt die Sendung und vielleicht macht Ihnen das Mut. Also was der eine unterdrückt, das kriegt der andere ab. Ich sagte schon, es geht nicht darum, bitte verstehen Sie mich nicht falsch, sowas wie Wut rauszuschreien und zu brüllen und Teller zu werfen und Türen zu knallen, darum geht es nicht. Und statt fassungslos zu sein, ist dann die Lösung, diese Gefühle in Worte zu fassen. Statt zu sagen, es ist unbegreiflich, Begriffe dafür finden. Und das ist oft etwas, was wir nicht gelernt haben. Und also wir brauchen heute keine Gummizellen mehr, wo man so vor Wände oder auf Kissen klopft. Manchmal mache ich das in den Beratungen so, dann sind das so innere Prozesse, wo ich sage so, was hätte denn die Kleine am liebsten getan damals in der Situation XY? Dann kann sein, dass so eine junge Frau mal sagt, ja, ich hätte am liebsten mit den Füßen getrampelt und auf den Boden geboxt und vielleicht auch mit jemandem gerungen und gekämpft. Dann kann man das innerlich nachholen. Das müssen wir nicht äußerlich machen, nicht im Außen. Das kann man innerlich nachholen. Das ist so eine innere, angehaltene Bewegung, der man dann wieder Raum gibt. Und das kann sehr befreiend sein. Aber als erwachsene Menschen müssen wir lernen, diese Gefühle in Worte zu fassen. Also zum Beispiel sitzt Mann und Frau im Auto und er sagt dann sowas zu ihr wie, du bist schlecht drauf, was? Und dann geht sie hoch wie eine Rakete und sagt, warum sagst du das immer und ich bin nicht schlecht drauf und es geht mir gut? Also statt zu sagen, ich bin schlecht drauf, weil das ist ja nur die halbe Wahrheit. Stattdessen schlage ich Ihnen vor, dass Sie das, was Sie wahrnehmen, in Worte fassen. Das würde zum Beispiel heißen, dass er sagt, wenn du so traurig guckst, dann fällt es mir schwer, gelassen zu bleiben. Oder wenn du so guckst, wie du jetzt guckst, habe ich das Gefühl, ich habe was falsch gemacht. Oder dann fühle ich mich irgendwie angegriffen oder ich denke, mit uns ist irgendwas nicht in Ordnung. Oder er kann dann sagen, wenn du so schaust, dann frage ich mich, ob es etwas mit mir zu tun hat. Und dann kann sie sagen, es hat nichts mit dir zu tun. Und dann ist gut. Merken Sie, die Dinge in Worte fassen. Oder ein Paar sitzt auf dem Sofa und die wohnen zusammen mit den beiden pubertierenden Kindern von der Frau. Und die Beziehung ist etwas angespannt. Und dann kommt abends der Sohn rein und die Mutter springt dann freudestrahlend auf und geht zu dem Sohn, umarmt ihn und ist froh, dass er da ist und sagt, na, und möchtest du noch ein Schnittchen und so weiter, verwöhnt ihn also und geht dann zurück zu dem Mann. Und der Mann sagt irgendwann, also sie merkt, dass er dann schmollt und sauer ist. Und was in ihm vorgeht, ist, dass er eifersüchtig ist. Dass er sagt, Mensch, wenn ich komme, freust du dich nie so sehr. Aber statt zu schmollen und sich zurückzuziehen, kann er sagen, wenn dein Sohn ins Zimmer kommt, bist du immer froh und strahlst und fragst ihn, ob er noch was haben möchte und bist aufmerksam. Und das machst du bei mir nicht. Ich wünsche mir, dass du das für mich auch machst. Merken Sie? Die Dinge in Worte fassen. Beschreiben, was haben Sie gemerkt, was ist Fakt, was spielt sich da ab. Und dann beschreiben, welches Gefühl das in Ihnen auslöst. Also es gibt Worte dafür, aber das haben wir eben alle nicht gelernt. Deswegen seien Sie da jetzt nicht traurig, wenn Ihnen das nicht sofort einfällt, das haben wir eben nicht gelernt. Mädchen haben nicht böse zu sein und nicht laut zu sein. Jungs haben nicht zu weinen. Das sind ganz oft noch so alte Programme, die in uns wirken, die aber längst nicht und eigentlich noch nie der Wahrheit entsprochen haben. Aber ich habe den Eindruck, dass wir jetzt allmählich auch in ein Bewusstsein kommen, wo das erlaubt ist. Wo ich sagen kann, ich bin traurig, ich bin wütend oder wo ich auch weinen darf, wo ich schwach sein darf. Wir sind ja nicht nur schwach, wir sind ja auch stark. Wir sind ja nicht nur traurig, wir sind ja auch fröhlich. Und da will ich Sie ermutigen, dass Sie gerade bei Ihren negativen Gefühlen mehr Mut haben, die in Worte zu fassen. Und darum fühlen wir uns auch in der Gesellschaft von Menschen wohl, die authentisch sind, die nichts unterdrücken und schon gar nicht ihre schlechten Gefühle. Die vielleicht auch mal sagen können, also das gefällt mir jetzt nicht zu sehr und die das auch nicht persönlich nehmen. Also ich hoffe, Sie hatten jetzt ein gutes Gefühl, wo Sie vor dem Fernseher saßen. Schauen Sie mal auf meiner Homepage ernahüls.de. Ich habe auch interessante Vortragsabende, vielleicht haben Sie Lust, mich da einmal zu besuchen, da würde ich mich sehr freuen. Und auch interessante Artikel zum Thema Gefühle. Also ich hoffe, dass Ihnen das jetzt gut getan hat. Wenn Sie Fragen oder Ideen dazu haben, schreiben Sie mir gerne unter info@ernahüls.de eine E-Mail. Und sonst freue ich mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder einschalten bei Ein Coach für alle Fälle. Machen Sie es gut.